Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Broken Spectre auf der Quest 2. Das ist ein Abenteuerspiel. Wir müssen Mordfälle aufklären, ne, zum Beispiel. Und das Spiel macht, das nutzt das Handtracking von der Quest 2. Man kann das aber auch mit Controller zocken. Und ob das alles so Sinn macht, das zeige ich euch in diesem Video. Danke an meine Sponsoren, Vulkos VR, Opperman Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Wir sind hier mitten in so einem Wald quasi, in so einem Camp. Und das wird kein langes Video, weil das ist nämlich gar nicht so geil, wie man vielleicht meinen würde als Abenteuer, weil dieses Spiel ist eigentlich so darauf ausgelegt, ganz, ganz simple Interaktionen zu haben, weil du hast dann nämlich auch die Möglichkeit, das mit Handtracking zu spielen, aber ich weiß nicht. Also klar, die Entwickler können jetzt sagen, oh mein Gott, ja cool, wir supporten jetzt das Handtracking. Dafür ist das Spiel aber auch so dermaßen simpel. Du machst nur so ganz wenige Interaktionen und auch nur an vorgegebenen Punkten. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht hier rumlaufen, sondern ich muss zu diesem Punkt hier springen. Ja, und das Bild wird dann immer auch schwarz und alles. Wir können mal gucken, ob man das hier irgendwo ausstellen kann. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Nee, geht, kann man leider nicht ausstellen. Jetzt können wir hier zu Hause, nach Hause telefonieren. Telefonieren nach Hause. Oh, no, she just went to the bathroom and we've got to get to the concert. Shut up! Ruhe! We will. And don't turn into a groupie. You gotta come back for my birthday party. You're too young to know what a groupie is. Alles schwebt, zum Beispiel, wenn wir auch so Gegenstände aus dem Inventar haben, die wir brauchen, die schweben dann halt vor uns einfach. Und die nehmen wir dann halt, anstatt so einen coolen Rucksack zu haben, wo wir das rausnehmen oder so. Love you too, Lauren. Hey, honey. Ja, Leute, jetzt reicht's aber mal, ne? Lauren wants to use it for a slumber party. Oh, I must have lent it to someone. I'll find it when I get home. Okay, well, call if you remember. Have fun. Thanks, Grandma. I will. She'd never believe me anyway. So, also zum Beispiel war ich gerade an so einem Zaun und da habe ich so ein Schneidewerkzeug, so eine Zange quasi gehabt und die ist vor dem Zaun einfach erschienen und ich habe die in die Hand genommen und habe einfach nur auf eine Taste gedrückt. Ich war noch nicht mal in der Nähe vom Zaun. Also das ist halt alles überhaupt gar nicht für VR gemacht irgendwie, also irgendwie ist das nicht so geil. I was gonna say because the plants are mega weird, but sure, Dad, you're fun too. Well, I'm not the first person to break through the fence. Also ich will halt einfach hier rumlaufen. Ich will da vorne mal hin, ich will hier mal hin, weißt du? Und ich will vor allem nicht immer einen schwarzen Bildschirm haben, wenn ich hier runtergehe. Das killt dermaßen die Immersion. Dieser Support dann vom Handtracking und sowas. Feels like stepping into a different world. As a kid, it was exciting. Now it's kind of unsettling. How to interpret trail signs. Start of trail, end of trail. Left turn, continue. Right turn. Wunderbar. Das heißt, da fängt's an. Gehen wir mal hier lang. Right turn. Also, hier auch wieder. Geradeaus. Hier war das dann. Hello, anyone here? Sind wir da? Naja, also das macht halt einfach. Das Spiel könnte super sein. Ja, hier ist so schön rumlaufen, alles mal ein bisschen erforschen oder so, vielleicht ein paar Sachen rumschmeißen oder so. Aber das haben sie dann leider auf Kosten des Handtrackings alles sein gelassen.
Dad. I drew the monster on a mountain. You have quite the imagination. Das ist schade, weil so macht es mir das halt einfach keinen Spaß. Ne? So will ich das halt einfach nicht spielen. That woman kind of looks a bit like Grandma. Und seien wir doch mal ehrlich, das Handtracking ist vielleicht ganz cool und so alles, aber das ist halt einfach nicht, das funktioniert nicht so, wie man das alles haben möchte, ja. Das macht halt einfach nicht so viel Spaß wie mit Controllern. Ist meine Meinung, ja. Tja. So, wie gesagt, also ich möchte das auch so nicht weiter zocken, weil das halt einfach nicht so viel Bock dann macht, ne? Schade, weil das wäre eigentlich ganz cool gewesen, aber so leider nicht. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Broken Spectre, das kann ich leider nicht empfehlen, weil das halt so blöd verhunzt ist mit der Steuerung. Ne? Könnte man da jetzt schön Smooth Locomotion, also freie Bewegung oder zumindest hinteleportieren, wo man will, ohne dass die ganze Zeit der Bildschirm schwarz wird, dann würde ich es noch verstehen. Aber auch die Interaktionen, die sind so hardcore simpel. Ne? Also dann nimmst du irgendwas in die Hand und das ist aber gar nicht da, wo du bist. Ja, zum Beispiel diesen Zaun da schneiden, das könnt ihr mal in meinem englischen Video gucken. Da stehst du 2 Meter davor, dann erscheint alles automatisch aus deinem Inventar, dann drückst du mit der Hand oder mit dem Controller und dann passiert irgendwas. Das ist ja kein VR, das ist Point and Click und sowas, weiß ich nicht. Und dann steht hier, Broken Spectre takes advantage of the Quest Immersive Handtracking. Also das nimmt den Vorteil dieses Handtracking. Das ist kein Vorteil, das ist ein Nachteil, wenn man das benutzt, ja. Was soll denn der Vorteil sein, wenn wir unsere Patschehände benutzen, anstatt die Controller? Ich habe das nie so ganz verstanden. Ja? Das ist, glaube ich, einfach nur, dass die sagen können, okay, das ist cool, wir haben jetzt das Handtracking, ja, weil das ja eine tolle Technologie ist. Gebt uns einfach die Controller und dann passt das. Und wer es mit Handtracking zocken will, soll es halt machen, aber dann nicht das ganze Spiel verhunzen. Deswegen werde ich es nicht spielen und auch nicht empfehlen, weil es halt so einfach keinen Spaß macht. Trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de